Hey Leute, hier ist Salimar zurück mit Mr. Prepper. Letzte Folge habe ich gesagt, wir warten ein bisschen, bis die Version rauskommt und es wurde, also die Vollversion rauskommt. Ein Release-Datum jetzt endlich preisgegeben. Der 8. März, also dauert es noch und wir haben ja noch einiges an Content, den ich noch nicht gefunden habe. Und habe mich mal schlau gemacht, und zwar, wo wir Bobs Jacke finden. Weil dann kommt noch neues, krasses Zeug, was ich nicht kannte. Ja, danke lieber Dragonplay für die Info. So, okay. Also, wir müssen Pflanze 8 Guana ran. Ich habe auch keine Samen mehr. Ich glaube, ich habe noch einen Samen. Einen Samen. Und, ja. Und, das machen wir jetzt. Wir müssen jetzt hier unten nochmal gucken. Ich glaube, ich mache ein paar Lampen aus und baue lieber noch so ein, eine landwirtschaftliche Wandlampe. Aber zuallererst ziehen wir uns an und gehen noch das Level 3 finden für die Mine. Das hatte ich nämlich auch nicht. Abgefahren, oder? Ich mach mal hier laut. Ich habe gerade leiser gemacht, aber irgendwie war es doch zu leise. So. Lassen wir mal alles hier. Zack, 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 zack. Wir müssen das Level bei Jenny mal erhöhen mit Möhrchen und Salätchen. Und so ein Zeug. So, okay. Das brauchen wir und so ist gut. So, der Generator läuft noch. Können wir noch was reintun? Aber ich glaube, wir sind ja nicht, haben nicht Holz dabei. Gut, dann tun wir jetzt mal gerade. Die Kärtchen müssen wir nicht mehr mitnehmen. Das habe ich soweit rausgefunden. Hier ist noch ein Kochbuch. Warte mal. Wo ist es denn? Wasser. Wo habe ich denn nochmal diese anderen. Da! Guana-Samen! Oder drunter. Ich habe die anderen leider verwelken lassen, dich Trottel. Weil ich dachte, wir hätten ja alles und so. Pflanzen. Wasser. Okay. Sehr gut. Ich habe ein neues Soundboard, wie ihr vielleicht hört. Und deswegen muss ich den Sound nochmal in allen Spielen neu einstellen. Gerade bei laufenden Projekten. Okay, das haben wir. Dann rüsten wir uns mal kurz aus. Los geht's. Ja, ich habe ja beim letzten Mal vergessen, das Ding umzureden, ich Trottel. Das hätte beinahe mein Safe-Game gekillt. Okay, los geht's. Auf in die Mine. Und ich habe vergessen zu essen. Immer das Gleiche, oder? Immer das Gleiche, ach ja. Ach ja. Wie schön. So. Okay. Kühlschrank, Entschuldigung. Siehste? Hühnerbein. Blaubeermarmelade? Nee. Ich hätte jetzt auch Energy Drinks machen können. Warte mal. Seit wann habe ich hier oben ein zweites Kochbuch? Endlich! Getrocknete Guarana. Wie trockne ich denn Guarana? Draußen? Ist draußen liegen lassen? Ich hab doch einen Trockner, kann ich bauen. Stimmt. Guarana finde ich ja genug, so ist ja nicht. Okay, alles klar. Jetzt weiß ich wenigstens, wo es das ist. Es gibt. Aber erstmal die alte Bachmine. Wir wollen jetzt endlich. Ich habe eine alte Bobsjacke nicht gefunden. Und ich habe mich mal gefragt, hey, warum finde ich das denn nicht? Ja, und da es ja eigentlich so gut wie keine Lösung gibt, weil das Spiel ja sehr wenig Leute schon spielen können, habe ich beim Dragonplay geguckt. Der ist nämlich mittlerweile weiter als ich. Und ich so, mein Gott, was hat der bitte für ein Content? Ihr geht jetzt nicht bei dem gucken. Ihr guckt jetzt erstmal bei mir. Und, ich weiß jetzt endlich, wo diese blöde Keycard ist. Die habe ich nämlich übersehen. Das haben bestimmt einige von euch geschrieben, aber so wie ich bin, habe ich es vergessen. Wie wechsle ich nochmal? Ich habe es vergessen. Das war cool. Ich habe es. Hm. Zack, zack. So, runter. Und zwar hier am Ende. Guck, da. Und hier ist nochmal Rattenboss. Ja, haben wir auch nicht gesehen. Geht nochmal schön Fleisch. Sehr gut. Komm her, Rattus. Kommt noch mehr, ne? Endboss noch.
Oh, guck mal, so viele Omelettes. Oh, 4 Stück. Sehr gut. Ratatouille. Nehmen. Okay. Und auf ins nächste Level. Und zwar können wir das von hier aus auch schon machen. Zack. Geil, oder? Hätte mir das bloß einer vorher mal gesagt. Habt ihr wahrscheinlich, aber... Ihr kennt mich ja. So, neues Level, neues Glück. Hier, was drin ist. Oh, hier ist schon was drin. Salz ist doch drin. Oh, cool. Wir können hier Salz finden. Ist hier irgendwas? Nee, ne? Nö. Da ist Stein. Da ist Stein, der ist fein. Abbauen. Oder können wir hoch? Es kann sein, dass das schon in dieser Ebene ist. Ich weiß es halt jetzt nicht mehr. Oh, hier sind wieder Ratten. Das ist eine Kiste. Ah, nehmen wir lieber das Messer. Oh, oh. Ich glaube... Ich will noch nicht aufhören. Wir müssen zurück, aber ich will noch gar nicht. Ich fühle mich nicht vorbereitet. Hier ist nichts. Doch, warte, da oben. Meine Güte. Okay, hiernach muss ich aber... Alter, geht's ja immer noch runter. Oh Gott, wir müssen auf jeden Fall nach Hause. Ich kipp gleich um. Ich mach nicht mehr lange. Nein! Das kann doch nicht sein. Ach, die Prepness ist weg. 13 Stunden, 56 Minuten. Oh, scheiße. Nicht, dass jetzt der Typ kommt. Das wär's jetzt. Warum ist der überhaupt gar nichts auf der nächsten Seite? Oh Gott. Na Halleluja. Das haben wir ja gut gemacht. Okay, ab nach Hause. Ja. Gier kommt vor dem Fall. Post. Post. Das nehmen wir mal alles mit. Ja, toll. Gebratene Ratte, 4 Stück, geil. Warte, wir essen erstmal schnell sowas. So, jetzt gebratene Ratte. Hallo? Ich glaube, irgendwas funktioniert mit gebratener Ratte nicht. Okay, dann tun wir die gebratene Ratte nochmal hier rein. Falscher Be- Ja, aber die Pilze können doch hier rein. Ah. Ich glaube, wir waren überladen. Es kann sein, dass das das Problem ist. Hühnerbein. Ach, ich hab's schon gebraten. Doch nicht. Na toll. Hä, was hat jetzt da nicht funktioniert? Hirschfleisch, Wildschwein, gegrillte Pute, Braten. Na toll, so viel dazu. Oh Mann, ich bin so blöd, ne? Du bist vergiftet, du hast ein rohes oder verdorbenes Essen. Du wirst weniger gesättigt, wenn das etwas ist, musst du... Oder es ausschlafen. Wir gehen jetzt mal Zeug runterbringen. So, wir haben 2 davon. Wir haben Eisenerz. Muss mal ein bisschen was hier reinpacken. Gold. Das kann auch hier bleiben. Das brauchen wir auch nicht mehr. Die nehme ich mal mit. Wir können da dieses Ding anmachen mal.
Geil. Boah, Kohle, 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 Kohle. Geil. Okay, Oh Mann, ey. Aha, geht doch. Badadam bam bam. Badadada. Das sollte auch helfen gegen Vergiftung, oder? Ah. Geld mit der Post schicken. Kann ich nur empfehlen, es nicht zu tun. Oh Gott, kommt ja heute! Scheiße, scheiße, scheiße! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh Gott, oh Gott! Ist wie als wenn meine Mutter zu Besuch kommt oder so. Nein, ich... Nein! Oh Gott! Ganz ruhig. Wir sind jetzt die Ruhe selbst. Oh Gott. Okay, okay. Ich habe keine Zeit. Alles zugedeckt? Ja, alles gut? Okay. Oh. Oh Mann, ey. Ich bin der Beste. Was ist denn jetzt los? Haben wir den Strom abgestellt? Der Generator ist aus. Oh, oh. Oh. Gott sei Dank erst jetzt. Guck mal, das hat zwei Seiten. Miracle will ein... egal. Vier. Note 4. Oh, Gott sei Dank. Okay. Ja, wir müssen das Licht wieder anmachen. Guarana machen und so. Tanken. Treibstoff da rein. Benzin ist auch super. So, jetzt ganz in Ruhe. Auffüllen. Ach, Holz geht nur. So, jetzt tun wir mal hier oben hin. Okay, wir müssen noch Holz sammeln gehen. Okay, alles klar. Ein Messer haben wir noch. Dann machen wir das jetzt alles. Ich nehme mal ein bisschen Guarana mit. Wir holen uns noch ein bisschen aus dem Wald, aber... So, wo gehen wir denn zuerst hin? Erstmal, wir müssen das erstmal mit Bobs Jacke fertig machen, damit wir das haben. Aber ich sollte, weißt du, normalerweise würde ich jetzt in den Wald gehen und erstmal Holz holen. So, hier war ich noch nicht fertig, da bin ich in Ohnmacht gefallen. So, die Fledermäuse sind wieder da. Nee, doch, ja, hier war das. Alter, hier ist bestimmt die Jacke. Wett nicht, ich übersehe die wieder. Hier bin ich nur macht gefallen. Oder nee, noch eine weiter drunter, ne? Hier, glaube ich. Ja. Alter Schwede. Da ist sie! Oh, Bobs Jacke! Na, geht doch. Kann ich eigentlich schnell nach oben. Die anderen Dinger machen wir noch. Jetzt gehen wir erstmal zu Level 1. Halt, warte. Nein, nein, nein. Oh, geil. Können wir auch gleich noch machen. Ich wollte doch hier die Maschine anmachen. So, erstmal zu Bob. So, Bob, deine scheiß Jacke. Oh, hallo. Du bist völlig über meine Jacke gestolpert. Oh, zu schade. Bitte vergiss sie aber nicht, okay? So, Jacke. Boah, gut, stellt euch vor, ich hätte jetzt vergessen. Geben. Hey, Prepper, du hast meine Jacke. Großartig. Oh Mann, jetzt muss ich sie waschen. An einem sehr gefährlichen Ort. Fragezeichen.
Es gab dort tatsächlich bestimmte Organismen, wenn das deine Frage ist. Hm. Cool, hat die sogar an. Ich verstehe. Nun ja, du verdienst eine Belohnung. Hier, in einer der Taschen befindet sich ein Revolver. Was? Ah. Oh, wie geil ist das denn? Du kannst ihn haben. Er könnte nützlich werden auf deinen Besichtigungsfahrten. Ah. Besichtigungsfahrten? Er ist allerdings kaputt, aber ich kenne jemanden, der ihn reparieren könnte. Ah. Geh nachts auf den Schrottplatz in der Wüste und du wirst ihn treffen. Hm. Er ist auch in einer von den bewussten... Er ist auch einer von den Bewussten. Aber bitte beachte, dass er einige andere Probleme hat. Alter, geil. Deswegen spielen wir nochmal, oder? Ich dachte, das wäre in der Beta nicht vorhanden. Wie wir alle. Danke für die Waffe und den Rat. Wie alle. Pass auf dich auf. Cool. Hi, Prepper. That's all from the beta version of the game. Come back in the full one. Ja, aber stimmt ja nicht. Geht ja weiter. Ja, also wir können weiterspielen. Noch ein bisschen. Das ist das Tolle. So, jetzt gehen wir noch schnell runter nochmal zu Level 3. Ist ja keine Zeitverschwendung. Und machen das Ding hier mal an. Ich will auch sowas selbst mal bauen, hoffentlich. So. Oh, oh. Ah, nein, ich falle wieder in Ohnmacht. Ich falle wieder in Ohnmacht. Sie ist kommen. Oh, komm schon. Wo ist das auf einmal her? War ich so lange mit dem gelabert? Schlafen. Nein! Doch, ich hab's geschafft. Oh, oh, ich dachte, ich fall da um. Das gibt's doch nicht. So, okay. Da kommt dann nochmal das nochmal. Kein Postbote. Das nochmal kein Postbote. Puh, okay. Okay, wir schaffen das. Wir schaffen das. Ich bin der beste Prepper der Welt. Okay, Alter, ey. Gehen wir nochmal kurz. Ne, wir müssen erstmal was essen. Dann gehen wir nochmal in den Wald, holen uns Bären und so. Das war jetzt nicht vergiftet oder so. Ich könnte auch die Blaubeermarmelade essen. Aber eigentlich würde ich die mir aufsparen, weil die ist ja super leicht, schwer verderblich. Jetzt gehen wir noch beim zweiten Kochbuch mal kurz gucken. Da haben wir irgendwas mit Pilzen? Guck mal, da können wir... Ach, geil, wir können Konserven machen. Wir können die Suppen konservieren, das ist ja geil. Tomate, Wasser, Tomatensuppe, Gurkensuppe. Im Salz gelegtes Ei. 5 Eier, Omelette, Gemüsesuppe, Dose, Energy Drink. Hier, getrocknete Guana, Essiggurken, bla bla bla. Ich glaube, ich war ja aber schon mal kimmig. Aber ich, ne, bin halt blöd. So, alles klar. Da müssen wir mal kurz hier unten... Das Holz hält Gott sei Dank lange. Na, wir lassen das noch. Eine Bombe, den Revolver. Wollen wir den jetzt mal ausprobieren? Eigentlich nicht, ne? Das Key Broken Revolver. Achso, der ist kaputt. Das machen wir mal hier. Komm schon. Dankeschön. Okay. Auf in den Wald. Wir werden noch mal ein paar Sachen sehen. Also Karotten und so, die verkaufe ich dann. Ah. Voll vergessen. Oh Mann, wie toll groß das aussieht. Ich habe einen neuen Monitor. Neue Auflösung. Richtig gut. So, ich kopiere es nichts. Alter, das sieht so viel besser jetzt bei mir aus. Toll. Was die Auflösung so ausmacht. Mein Gott. Und Blaubeeren sammeln oder... Nee, wir fahren jetzt direkt mal hoch. Level... Obwohl, dann machen wir Level 3. Ich will ein bisschen Guana sammeln. Und dann gucken wir mal, was wir brauchen für den Ofen. Und ich muss die ganzen Level erhöhen von den ganzen anderen Lappen. Ah! Guarana. Ich verwechsel Guarana mit Guano. Guano ist doch hier... Ne, Fledermauskacke. Oh, scheiße. Oh, Fell, sehr gut. Jägermar, jetzt im Einsatz. Unbezwungen und... Unbezwungen und besungen. Ja? Seine Lieder dröhnten weit. Ferne Täler. Er ist 3 Meter groß und schießt Blitz aus seinem Arsch. Alter, meine Großartige.
Der dämlichste Let's Player der Welt. Ich muss echt mal mit aufhören. Ich muss mir echt mal... Das Problem ist, ich nehme immer nur auf. Ich teste, probiere nicht aus ohne euch oder so. Und weil ich aufnehme, bin ich immer unlernfähig. Das ist auch immer so ein Problem. Können wir echt Energy Drinks boosten. Das Gute ist, die Beta ist ja unausbalanciert. Wahrscheinlich einfacher als die Vollversion. Und ich denke mal, die Vollversion wird um einiges härter werden. Das nehmen wir noch mit. So, den noch. Den noch. Bin ich eigentlich bis zum Schluss gegangen? Ich weiß gar nicht. Mr. Prepper. Wir gucken mal. Ich glaube, ich brauche Benzin, um zu dem Schrottplatz zu fahren. Aber ich muss jetzt erstmal ein paar Sachen erledigen hier. So, und zwar kriege ich zufällig einen Samen aus dem gesäten Zeug. Deswegen habe ich das nochmal angepflanzt, damit wir die Quest irgendwie ernst machen. Weil ich habe keine Samen mehr. Und die will ja entweder, dass ich das 8-mal ernte. Oder die will, dass ich... Keine Ahnung was. Baue einen Turm oder so. Schon wieder ein Hühnerbein. Das ist eine Bombe. So, wir brauchen... Wir brauchen jetzt Holz. Nein! Ich habe den Guarana-Samen aber wieder bekommen. Ich dachte, er verschnitt er immer nehmen. Ah, macht ja auch nichts. Hauptsache, wir haben den Samen noch. Wir haben es aber jetzt nochmal angepflanzt. Aber was soll's. Okay. Hier, Holz. Ist alles noch hier oben? 15 ist doch. Hier habe ich das reingetan. Das wollte ich gar nicht. Altpapier. Oh, wir sind wieder müde. Gehen wir mal schlafen. Oder Nickerchen machen. Ich auch direkt schlafen gehen. Im Ernst. Es gibt ja auch den Rucksack, aber ich sehe jetzt keine... Irgendwie nicht, dass wir den machen müssen unbedingt. So, ich werde jetzt langsam machen. Ich lasse mich nicht hetzen. In die Wüste können wir immer noch fahren. Wir gucken erstmal, dass ich das jetzt hier alles ans Laufen bekomme, okay? Desto mehr ich hier mir Zeit lasse, desto mehr Prepper-Folgen haben wir. Weil ich glaube, ab der Wüste ist ziemlich viel erreicht. Ich will gerne noch fünf Pflanzkästen haben oder mehr. Den Ofen tun wir da rausbauen. Den setzen wir eigentlich hier rein oder so. Wir gucken mal. Und dann mache ich hier überall Pflanzkästen hin und mehr Licht. Und den darf ich ja nicht nochmal aufwerten. Ne? Ist ja in der Version nicht verfügbar. Okay. Und Hühnerbein. Da oben ist 4 Stück. Ach so. Lol. Lol. Okay, dann pflanzen wir jetzt mal ein paar Rüben und so. Ja, halt, erstmal muss ich was essen. Entschuldigung. Wir essen jetzt das hier. Oh. Richtig gut. Salat. Zweimal Salat. Machen wir zweimal Salat. Guck mal gerade nach Altpapier. Altpapier, Altpapier, das bleibt hier. Altpapier, Altpapier, das bleibt hier. Eigentlich müsste ich das alles verbrennen.
Das wird jetzt mal kaputt gemacht. Das ist ein Kochbuch. Das habe ich aber schon durch. Zucker kommt mit nach oben. Das darf ich ja wohl haben, oder? Was kommt dahin? Hauptsache ist weg. Es wird dazu Dreck. Hä? Ist schon automatisch. Okay. Kommt das da in den Schrank? Oder nach da oben? Zucker. Das haben wir. Okay, das haben wir. Ich glaube, ich darf das auch nicht da oben haben. Ich bin mir nicht sicher. Wir tun es mal da oben hin. Wir werden ja sehen, ob das nicht okay ist, weil das ist eine Brille dran, eine grüne. Jetzt kommt die Zeitung weg. Wo hat das denn nochmal? Ja. Er will Stühle oder Tisch. Brauchen wir aber nicht. Okay, das haben wir. Check. Pflanzkästen. Was brauche ich denn nochmal für noch mehr Pflanzkästen? Ich will auch einen Trockner bauen. Also hierfür brauche ich Plastik, habe ich. Dann machen wir hiervon noch eine. Da brauchen wir einen Übertopf. Aha, das geht auch. Immer noch zwei, ne? Habe ich schon wieder fast zu wenig Lampen, aber was soll's. Okay. Ach scheiße, ich habe jetzt gerade drei Stück gemacht. Warte mal. Nein, ich wollte noch Pflanzkästen machen. Warte mal. Och, ich trottel. Ich dachte, er macht das in der Schlange. Naja, gut. Oh, da ist die Tante schon wieder. Ich rede mal nicht mit der. Die berichtet bestimmt alles. Bestimmt irgendwie die Frau von dem Typen. Ja, so ist besser, oder? Eigentlich müsste ich, ne, wie gesagt, wir müssen es anders machen. Immer dazwischen. So. So. Und der letzte hat halt Pech. Eins hier hin. Da kann ich ja dann noch eine Kiste. Machen wir so. Ja, hau bloß ab. Ich wette, die ist hier. So ein Spion-Nachbar. Kennt man ja. Ne? Rentner, die nichts zu tun haben. Die Generation, die kein Gaming kennt. Und damit Zeit verbringt, einfach nehmen. Warte mal, wie kann ich das inspizieren, umsetzen? Das ist jetzt blöd, ne? Alles nehmen kann ich auch nicht. Ganz kurz. Warte mal, den setzen wir jetzt hier hin, ne? Ne, geht nicht. Dann hier hin. Nein, auch nicht. Dann hier hin. Ist auch egal. Ja, das mit dem Strom macht jetzt, ich wollte gerade sagen, nicht so viel, aber schalte ich erstmal den aus. Den auch. Wir haben ja unsere Superlampe. Oh, Mist, das gibt's doch nicht. Och, Gott sei Dank, ich dachte, jetzt wäre mir auch zu schwer dafür. So. Muss endlich mal das Salz woanders hin tun. Oh oh.
Oh, ich finde, es sollte so eine Art Lock geben, wenn man schon unterwegs zum Bett ist, dass man dann nicht in Ohnmacht fällt. Oder so ein Countdown, wie bei Subnautica. Alarm. Sie brauchen, muss ich auch nochmal spielen, ey. Subnautica, ich voll Bock drauf, irgendwie. Irgendwie, dass das Ganze noch schwerer macht. Ich hab's ja gespielt. Ich habe die Kampagne ja durchgespielt auf Hardcore. So, alles klar, Leute. Ich muss erstmal hier aufhören. Und wir sehen uns wieder nächste Folge bei Mr. Prepper. Okay, ich bereite noch ein bisschen vor. Wir räumen hier ein bisschen auf. Und dann gucken wir mal weiter, okay? Alles klar, bis dahin. Haut rein, Leute.